Hallo, mein Name ist Katja Damm. Ich bin Leitung des Referates für Pflegeentwicklung und Pflegewissenschaft und freue mich, Ihnen über unsere spannende Arbeit berichten zu können. Guten Tag, ich bin Manuela Rieger und Teil des Teams für Pflegeentwicklung und Pflegewissenschaft. Als pflegewissenschaftliche Mitarbeiterin widme ich mich der Weiterentwicklung der Pflegepraxis auf wissenschaftlicher Grundlage. Im Referat für Pflegeentwicklung und Pflegewissenschaft stehen moderne wissenschafts- und forschungsbasierte Ansätze in der Pflegepraxis an erster Stelle. Unsere hochqualifizierten Pflegefachkräfte passen ihre Tätigkeiten im Rahmen pflegerischer Kompetenzprofile vor Ort an die Gegebenheiten an. Und damit treiben sie die Rollenentwicklung von akademisierten Pflegenden in der Praxis aktiv voran. Genau, unsere Mission ist es, patientenorientiertes Prozessmanagement in hochkomplexen Pflegesituationen umzusetzen. Dazu gehören auch erweiterte Kompetenzen, zum Beispiel im Rahmen einer Pflegevisite und bei der Qualitätsentwicklung in den einzelnen Abteilungen. Das ist richtig, Manuela. Wir sind besonders stolz auf unsere Pflegeforschung und Pflegeforschungsprojekte, mit denen wir aktuelle Fragestellungen aus der Praxis aufgreifen und Erkenntnisse in die Pflegepraxis transferieren. Wir setzen innovative Ansätze in Projekten um und verbessern so kontinuierlich die Qualität der Patientenversorgung. Absolut. Die AKH Gesundheit hat ein standortübergreifendes Netzwerk von über 120 Pflegeexpertinnen und Experten. Sie treffen sich in spezialisierten Gruppen, wie zum Beispiel für Intensiv- und Notfallmedizin, Innere Medizin, Chirurgie und seelische Gesundheit. Dort werden spezifische Fragestellungen evidenzbasiert bearbeitet. Das ist wirklich großartig. Wir treffen uns quartalsweise an verschiedenen Standorten und zusätzlich machen wir mit unserem Rundbrief AKH Pflegenews aktuelle Informationen bekannt. In unserem Journal AKH Pflegewissen, das von Mitgliedern unseres Netzwerks gestaltet wird, finden sich neben pflegewissenschaftlichen Beiträgen auch Abstracts unserer Absolvierenden und Best-Practice-Beispiele. Und auch ein bisschen Englisch für Pflegende. Und das ist noch nicht alles. Unsere Pflegefachkräfte haben Zugang zu führenden deutschsprachigen pflegewissenschaftlichen Fachzeitschriften mit Peer Review, einer weltweit führenden pflegerischen Datenbank und einem praktischen Literaturverwaltungsprogramm. Genau, der Zugang zu aktueller pflegewissenschaftlicher Literatur ist ja schließlich die Voraussetzung dafür, dass das, was im Studium gelernt wird, dann in der Praxis tatsächlich auch umgesetzt werden kann. Ja, und genau deshalb bieten wir mit der Pflegewerkstatt ein Online-Format an, wo dieses Wissen, Studien und Problemstellungen anderer Expertinnen und Experten präsentiert wird und miteinander diskutiert werden kann. Richtig. Und wir haben einen definierten Kernauftrag für den Pflegedienst auf den Normalstationen. Das ist Diagnostik und Therapie von Handlungseinschränkungen. Und es gibt eine holdingweit abgestimmte zugrunde liegende Pflegetheorie und das alles hilft dabei, die evidenzbasierte Weiterentwicklung der Pflegepraxis im gesamten Krankenhausverbund voranzubringen. Genauso ist es. Unser Ziel ist es, hochqualifiziertes und studierwilliges Personal anzuziehen, um die Zukunft der Pflege evidenzbasiert zu gestalten und die Patientenversorgung kontinuierlich zu verbessern. Und genau deshalb bieten wir attraktive Stipendien für ausbildungs- und berufsbegleitend studierende Pflegende an. Wir möchten, dass sie sich voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren können. Stimmt. Uns ist es wichtig, dass unsere talentierten Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, ihr volles Potenzial zu entfalten und die Zukunft der Pflege mitzugestalten. Und deshalb werden beim pflegewissenschaftlichen Bachelor die gesamten Studiengebühren samt Reise- und Übernachtungskosten übernommen. Und zusätzlich gibt es insgesamt 10 Tage Freistellung pro Jahr. Das war ein kleiner Einblick in unsere Arbeit beim Referat für Pflegeentwicklung und Pflegewissenschaft der RKH Gesundheit. Besuchen Sie uns am Stand, um mehr über die Karrieremöglichkeiten bei uns zu erfahren. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen. Dann sag ich mal, bis später.